Online präsent zu sein, ist, denke ich, was gar nicht mehr zur Diskussion steht. Früher wurde viel Geld investiert, um sich ein schönes Messing-Schild vor die Tür zu hängen. Heute sollten die Unternehmen Geld dafür investieren, Webseiten zu betreiben, die auch mit der gleichen handwerklichen Kunst erstellt worden sind wie das Schild von früher. Bei Webprojekten ist es meiner Erfahrung nach sehr wichtig, anzufangen erstmal mit einer Bedarfsanalyse und mit einer Marktanalyse. Und dann fange ich eigentlich an zu scribbeln, schaue so ein bisschen, okay, wie soll es ausschauen mit Stift und Papier, richtig analog, wie man es sich so vorstellt. Dann gehe ich in die nächste Runde und gehe ins sogenannte Sandboxen. Sandboxing heißt, dass ich in einem, ja, Sandkasten, wenn man so möchte, also in einer Umgebung, in der noch es nicht sichtbar ist, in dem ich mich erstmal ausprobieren kann, meinen Code runterschreibe und das Ganze eben in, ja, HTML bzw. CSS bzw. andere Formate übertrage. Ein gelungener Webauftritt ist für mich ein Webauftritt, der ein hohes Maß an Individualität aufweist. Zum einen muss der Content individuell sein, zum anderen müssen die Bilder auch individuell sein. Aber sie muss natürlich auch performant sein. Das heißt, sie muss schnell laden, sie muss auf allen Geräten laufen. Es nützt nichts, wenn das Bild besonders schön ist, aber so groß ist, dass die Webseite mehrere Sekunden braucht, bis sie angezeigt wird. Inspirationsquellen für neue Designs können online und offline sein. Online sind es diverse Internetseiten, aber auch Blogs oder, ja, Plattformen wie Behance beispielsweise. Offline sind es Zeitschriften wie Pages. Oder auch Dinge, die ich einfach so eben aufnehme, wenn ich durch die Welt laufe. Es war noch nie so leicht, so viele Menschen zu erreichen wie im Zeitalter von Social Media. Ich denke, dass es vor allem für Universitäten und Hochschulen wichtig ist, einen ansprechenden Social Media Auftritt zu haben, weil sie ja natürlich vor allem junge Menschen werben möchten. Bei der Erstellung eines Social Media Auftritts gehört natürlich viel mehr zu, als einfach nur zu posten. Man muss die Sachen konzipieren, man muss planen. Es ist natürlich wichtig, dass der Text vor allem nicht zu lang ist, dass die Ansprache gut ist und dass man sich einfach abgeholt fühlt. Außerdem ist es beim Posten natürlich immer wichtig, dass man an die Zielgruppe denkt, dass es einfach zielgruppengerecht ist. Das kann man vor allem auch durch die Hashtag-Setzung erreichen. Generell sind wir einfach ein sehr dynamisches Team. Es ist nicht so, dass sich eine Person zum Beispiel nur für Instagram engagiert, sondern man kann in jeden Bereich mal reinschnuppern, weil sich das natürlich auch unterscheidet. Insgesamt posten wir auf 3 Plattformen, hauptsächlich Facebook und Instagram, daneben noch YouTube. Facebook ist hierbei der Knotenpunkt, da kommen unsere ganzen Posts zusammen. Am Anfang war ich eher in der Instagram-Bereich tätig. Ich bin da auch großteils für die Bildbearbeitung zuständig. Ich denke, ein Profi für Social Media Marketing bin ich noch lange nicht. Man lernt mal professionell mit dem Thema umzugehen, weil man natürlich privat oftmals damit in Verbindung steht. Deshalb denke ich, dass es einfach ein erster Schritt in die richtige Richtung ist, es super viel Spaß macht und man einfach viel lernen kann.